Ein Gegner mit selbstbewusstem Auftreten und doch muss man ganz genau hinschauen, um zu erkennen, wer es ist. An den Socken könnte man es sehen. Bayer 04 Leverkusen zu Gast in der Koblenzer Conlog Arena. Heimspiel in der Handball-Bundesliga der Frauen für die Vulkan-Ladies Koblenz Weibern. Man könnte mal wieder was Zählbares gebrauchen. Zuletzt 3 Niederlagen in der Liga am Stück. Mit 7 Toren Unterschied in Metzingen verloren. Mit 9 gegen den Thüringer HC, mit 9 in Buxtehude. Einziges Erfolgserlebnis zwischendurch, ein Sieg im Pokalspiel bei der unterklassigen HSG Bruchköbel Anfang Oktober. Vor Leverkusen brauchte man sich dennoch nicht zu verstecken, vor diesmal 926 Zuschauern übrigens. Bayer und die Ladies vor diesem Spiel punktgleich mit 6:10 Zählern. 3 Siege, 5 Niederlagen, so ging es für beide in dieses Duell. Und die Gastgeberinnen erwischten einen richtig guten Start. 2:2, 4:4, 5:5, da war es noch ausgeglichen, dann aber ein Zwischensprint und der brachte Weibern nach vorne. Plötzlich führte man mit 9:6, da waren 10 Minuten in Hälfte 1 gespielt und Leverkusen alles andere als zufrieden. 5 Minuten später aber war das schon wieder Geschichte. Hart erarbeitet, aber auch schnell wieder verloren. Der Vorsprung egalisiert. Dem Fehlpass im Offensivspiel folgte der schnelle Konter. Marlene Zapf trifft zum 11:11. Leverkusen war schneller wieder im Spiel als kurz zuvor noch gedacht. Doch Koblenz Weibern blieb gefährlich, vor allem über starke Anspiele an den Kreis. Caroline Thomas spielte dabei eine zentrale Rolle, hier ihr Treffer zum 17:14. 23 Minuten gespielt, nochmal, so schlecht sah das gar nicht aus. Aber dann, schwer zu erklären, ein Bruch im Spiel der Ladies. Auch Trainerin Ildiko Barner wirkte da fast ein wenig ratlos. Die Fehlversuche aus dem Rückraum summierten sich, auch defensiv fehlte die zündende Idee. Leverkusen machte 6 Tore am Stück und ging plötzlich selbst mit einer 3-Tore-Führung in die Halbzeitpause. Die Roten hatten hier das Kommando übernommen. 20:17, ein ganz starker Halbzeitabgang des 12-fachen deutschen Meisters. Die zweite Hälfte dann ein Spiel wie auf der Überholspur. Schnell, mit vielen Toren auf beiden Seiten. Hier wurde nicht lange gefackelt, hier wurde der Abschluss gesucht und getroffen. Die Krux an der Sache, immer wenn die Vulkan-Ladies vorne eine Bude machten, kassierten sie fast ebenso schnell hinten auch wieder das Gegentor. Sie bemühten sich nach Kräften, würde im Zeugnis stehen, man weiß, was das bedeutet. Der Rückstand blieb konstant bis zum 25:28 nach 45 Minuten. Danach schwand ein wenig der Glaube, es hier nochmal drehen zu können und mit ihm auch der Wille. 25:30, 26:34, 30:38. Die Partie war gelaufen, Koblenz Weibern am Ende überlaufen von starken Gästen aus Leverkusen. Bayer hatte den längeren Atem und feierte einen wichtigen Auswärtssieg in Koblenz. Ja, es ist natürlich total bitter, weil die Mannschaft hat gezeigt, was sie können, wie sie gespielt gegen Leverkusen. Und ich glaube schon, dass sie haben lange Zeit Probleme gehabt. Sie haben ihren Schachzug mit Kim gut geschafft. Da war wirklich der Bruch eindeutig drin. Aber es trotzdem dürfte nicht passieren, dass noch in der zweiten Halbzeit 30 Minuten Zeit, diese 3-Tore-Unterschied nachzuholen. Aber jedes Mal, sie haben geworfen, wir haben geworfen. Das ganze Zeit geht hin und her wie bei Tischtennis oder Tennis, hin und her, hin und her. Und natürlich, dann kannst du irgendwann merkst du 48 Minuten noch immer noch diese 3 Tore. Und da hast du gemerkt, dass die Mannschaft will mit aller Gewalt. Da haben wir Gegenstoß, dann hat schnell abgeschlossen, egal die Svenja Huber oder die Dora Varga oder die, egal. Und dann kriegst du natürlich so Leiter. Gegenstoßtore war plötzlich schon 5 Tore für sie. Und dann war egal, dann habe ich einfach gewechselt, probiert anderes, ja. Das nächste Ligaspiel ist wieder ein Heimspiel. Am Sonntag, 10. November, geht es gegen die HSG Bensheim-Auerbach. Gegen den Tabellenvorletzten ist ein Sieg durchaus Pflicht.